Das sind nur ein paar hässliche Oger. Die mache ich platt. Das war schön. Guter Glied. Ist ausgewichen, der feige Hund. Hier ist der Baum der Dengelbracks. Und hier ist ein Erdhaufen. Ein Soll. Naja, kann man immer noch gebrauchen. Okay, mit dem Oger spiele ich jetzt nicht. Ehrlich gesagt, keine Lust zu ständig mich mit damit irgendwas zu kloppen. Okay, hier komme ich nicht mehr weiter. Ein Hinterhalt. Ah, Menschlein, hier unser Jagdgebiet. Ich euch ergeben sonst einen auf die Klatsche. Wieso muss ich gerade jetzt an Dante und Thorn denken? Lasst uns verhandeln. Ey, wir sind hier nur so reingerutscht. Wir müssen ja nicht, dass das euer Revier ist. Ich denke, man kann über alles reden und so. Nix wird hier geredet. Du und deine Freunde werden euch erfüllen. So sieht's aus. Wir möchten euren Boss sprechen. Bringt ihn zu eurem Häuptling. Ich gehe mal davon aus, dass er mehr in der Birne hat als ihr. Werde jetzt nicht als Orkfutter auf dem Tisch landen. Nicht eben schon, das wird auch in Zukunft so nicht sein. Was haben wir denn da? Junges Blut, frisch und saftig. Ja, ja, die Geschichte können wir schon. Aber wir haben keinerlei Interesse, an euren Bratspießen zu landen. So, und warum sollen wir auf dieses Festmahl verzichten? Nun, vielleicht könnten wir euch einen Gefallen tun. Wenn ihr uns unbedingt zu Schafschlick verarbeiten wollt, nur zu. Ich kann dir jedoch garantieren, dass nur sehr wenige von euch übrig bleiben werden, um den Braten zu genießen. Daher solltest du lieber ein wenig von diesem hohen Ross runterkommen und dir überlegen, wie wir uns einigen könnten. Seht her, Leute, der Affe bettelt um sein Leben. Nun gut, ich will großzügig sein. Was hast du anzubieten, Affenkind? Ja, wir haben gesagt, einiges drauf. Und falls du irgendwelche Probleme haben solltest, hier sind die Lösungen. Es gibt da tatsächlich ein paar Dinge, die für den mächtigsten Stamm der großen Schweinenasenochs könntet erledigen. Gleich ein paar Dinge? Schieß los, Schweinenase. Wir sind nicht allein hier in dieser Höhle. Böse Nachbarn neben unter und unter uns. Wir uns helfen mit bösen Nachbarn. Was sind das für Nachbarn? Zuerst da sind Schlangenweibchen in Höhle unter uns. Wollen immer junge, starke Orks von uns zu machen, neue kleine Schlangen. Hört sich eklig an. Was sollen wir tun? Vor 3 Tagen Schaman von Orkstamm ging runter, um Schlangenweibchen zu sagen, dass es so nix könne, laufe weiter. Schaman nix wiederkomme. Wir werden ihn wohl alle gemacht haben. Dass ich schon lange selber wisse, dass du nix mehr musst sage. Wir jetzt aber brauchen neue Schaman. Tut mir leid, aber ich bin schon anderweitig beschäftigt. Oh, du aber nix kapiere. Du nix werde solle Schaman. Du nix brauche Äffle. Wir nix brauche Äffle als Schaman. Wir brauchen Orkenschaman. Na gut, wo soll ich den herzaubern?
wie er sie schon selber mache. Aber wir brauchen Schamanenstab mit viel Knochen dran. Und so sag. Nur uns hole Schamanenstab. Na gut, wo finde ich so ein Ding? Die Treppe runter, da sind die Schlangenfrauen. Die werden es ja wohl doch haben. Sag ihnen, die Orken den Stab brauchen. Na gut, hört sich ja nicht besonders kompliziert an. Ich bin gleich wieder da. Sind alle bei voller Energie. Ah, hier unten ist noch eine Truhe. $4,000. So, da sind die Ladies hier. Uiuiui, das ist aber ein hübscher junger Bursch. Ist das ein Heiltrank in deiner Hose oder freust du dich nur, uns zu sehen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du vielleicht nicht, Grandy, aber ich habe es sehr wohl verstanden. Pass bloß auf, du Schlange, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Keine Sorge, Kleine, ich werde dir den Liebstuhl nicht ausspannen. Ich bevorzuge da handfestere Kost. Aber ihr seid sicher nicht gekommen, um ein Pläuschen zu machen. Was wollt ihr? Der Oberauk hat uns geschickt. Ich gehe davon aus, dass ihr so eine Art Schamanenstab habt, den ihr benötigt. Den hatte dieser Wichtigstuhl dabei, der uns vorgestern im Schlaf ermorden wollte. War ganz lecker, das Kerlchen. Ein bisschen zäh vielleicht. Also, schön für euch. Also, wir wollen eigentlich nur den Stab abholen, dann wird er verschwinden. Na, mein Süßer, so leicht ist das aber nicht. Er will doch nur einen neuen Schaman heranzüchten, damit dieser versucht, nach uns zu meucheln. Na gut, ganz wie ihr wollt. Annehmen mit Gewalt. Wie ihr wünscht. Die erste ist schon mal down. Lieber alles Blitze sprechen. Ja. Sushi, komm sofort. Ah, da ist eine Haarlocke. Stab von Schamane? Jo, war eigentlich kein so großes Problem. Ah, gebe, schnell, schnell. Ja, hast du ihn. Ah, sehr gute Arbeit, ihr Mann, du. Dann kommen wir zum Teil, der nächste Teil von der Aufgabe. Schieß los, alte Schweinenase. Ganz im Westen von Hell leben böser Magier. Er sich schützen durch magische Wand von uns Orken. Er ist sehr böse. Immer fängt kleine Orken für seine Böszauber. Aber wenn ich komme an ihn ran wegen magischer Wand. Jetzt sollen wir euch den Durchgang öffnen und den Fiesling die Leviten lesen, was? Du gar nicht so dumm, Affenmann. Genau das wir von euch erwarten, sonst du schlau. Du bist schon. Ja klar, Kochtopf und so. Wir werden sehen, was wir machen können. Endlich eine Möglichkeit, diesen interessanten Zauber anzuwenden, den ich auf Rabenstein gelernt habe. Was ist mit dem? Ich pass auf, fangen auf, da wird nichts, hau ab, klar. Klaro, wir haben kapiert. Was hat denn der Bursche denn angestellt? Auch nichts, wie es auch egal. Hauptsache war halten. Achso, dann viel Spaß noch. Er ist wirklich noch blöder als seine Kumpels.
Was hat denn der Junge wirklich so verbrochen? Dass sie ihm nicht die Waffe abnehmen. Was haben wir da? Ratten, Spinnen. Das ganze Zeug. Hier sehen unser Futterlager. Lecker Spinnen und Ratten. Lecker.